Der bekannte russische Regierungskritiker Alexei Nawalny soll wegen einer möglichen Vergiftung in Deutschland behandelt werden. Ein Spezialflugzeug, das den 44-Jährigen aus dem russischen Omsk nach Berlin holen soll, ist am frühen Freitagmorgen von Nürnberg aus gestartet, wie der Filmproduzent Jakub Bizil der deutschen Presseagentur mitteilte. Er ist Gründer der Initiative Cinema for Peace und hat die Rettungsaktion mitorganisiert. Dazu die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja, was Herrn Nawalny anbelangt, so waren wir natürlich heute auch in Deutschland sehr bestürzt über die Nachricht, dass er im Krankenhaus ist, in einem, wie man hört, ja sehr besorgniserregenden Zustand. Ich hoffe und wünsche natürlich, dass er baldmöglichst genesen kann. Und wenn das gewünscht wird, so gilt das, was für Frankreich gilt, auch für Deutschland, dass wir ihm natürlich alle gesundheitliche Hilfe zuteil werden lassen, auch in deutschen Krankenhäusern. Aber das muss natürlich von dort her gewünscht werden. Nawalnys Ehefrau steht in Omsk an der Seite ihres Mannes. Der studierte Jurist wirft der russischen Regierung und Oligarchen regelmäßig Korruption und Machtmissbrauch vor. Er ist der führende Kopf der liberalen Opposition. In der Vergangenheit wurden mehrfach Anschläge auf den prominenten Kämpfer verübt.